Hallihallo, meine lieben Stiere. Heute wollen wir schauen, was der August für dich bereithält, was kommt, was geht, auf was kann sich Stier freuen im August 2023. Liebes Universum, welche Botschaften habt ihr für meinen Stiergeborenen? Für August, was ist hier die Hauptenergie? Hui, danke schön. Das ist übrigens das Weisheitskartendeck von der Colette Baron Reed. Wer da sich fragt, welches Deck das ist, da haben wir die glücklichen Fügungen mit der Zahl 18 und treues Herz. Oh, das hört sich gut an. Also hier könnte jetzt auf magische Weise etwas in dein Leben kommen, was dich sehr glücklich macht. Vielleicht eine glückliche Begegnung mit einem Menschen, wo hier wirklich das Potenzial für eine lange Partnerschaft ist. Ob im beruflichen, ob im privaten. Vielleicht ist es auch ein Hobby, ein Projekt, etwas, was einfach zu dir gehört, wo du auch das Gefühl hast, das bin ich, da bin ich mir meiner Sache, meiner Werte treu, ne? Mit der 18 haben wir hier die 1 steht im ersten Haus Widder. Das ist eine Energie von Persönlichkeitsentwicklung, aber auch von einem positiven Lebensgefühl, was ja glücklich sein durchaus darstellt. Mit der 8 sind wir im achten Haus der Skorpion. Das gilt eine Neugeburt, eine Wiedergeburt, etwas, wo du zu Kräften kommst oder eine neue Energie in dir aufkommt, sich dein Leben quasi sehr leicht anfühlt. Du das Gefühl hast, vielleicht emporgehoben zu werden. Und deswegen, meine Güte, was für ein Segen in meinem Leben. Die 1 und die 8 ist die 9, sind wir im Haus des Schützen. Der Schütze steht für Wachstum, Expansion, natürliche Entwicklung, aber auch alle Themen, die mit Reisen zu tun haben, mit Abenteuern zu tun haben. Und der Schütze ist natürlich Optimist schlechthin. Also keine Schwarzmalerei hier am Start. So, bei der 35, da haben wir das dritte Haus im Zwilling. Da geht es um Kommunikation. Man lernt sich vielleicht auch kennen. Vielleicht finden hier Chats statt, dass man sich erstmal ja, über Social Media oder E-Mail oder wie auch immer austauscht oder Telefonate stattfinden, vielleicht übers Internet. Alles, was mit Telekommunikation irgendwie zu tun hat. Vielleicht schreibt man sich auch Briefe. Vielleicht macht das heutzutage noch jemanden. Wie auch immer, die Liebenden ist die Karte im Tarot, die Karte, die das Sternzeichen Zwillinge darstellt, ne, was dem dritten Haus entspricht. Also insofern kann es auch einfach nur darum gehen, den Ruf des Herzens zu folgen und sich selbst vor allem auch treu zu bleiben dabei. Ja? Auch Lernaufgaben sind hier Thema. Also wenn du einem Menschen begegnest, wo du das Gefühl hast, ja, der ist so genauso wie ich, der tickt einfach genauso wie ich, da ist so Deckel auf Eimer oder wie sagt man, Deckel auf Topf oder sowas. Ne? Da stecken natürlich dann oft auch so ja, Lernaufgaben drin, man begegnet dann nicht immer nur seinen lichtvollen Seiten, sondern dein Gegenüber spiegelt dir natürlich auch genauso deine Schattenthemen. Mit der 5 sind wir am fünften Haus des Löwen und das könnte eben genau das sein, was ich gerade so gefühlt habe, dass das auch ein bisschen anstrengend sein könnte, ne? Denn der Löwe repräsentiert im Tarot die Karte die Kraft und die Kraft, da geht es eben um Einsatz, aber auch um eine gewisse Anstrengung, auch um Kreativität, kreative Lösungen stecken da drinne. Vielleicht ist das auch das Glück, dass ich jetzt hier durch ja, Zufälle, Synchronizitäten, kreative Lösungen zeigen in manchen Dingen. Es geht auch um einfach das Leben genießen. Ne? Löwe ist ein Feuerzeichen, der möchte auf die Bühne des Lebens und möchte feiern und Spaß haben. Und auf jeden Fall ist man hier sehr selbstbewusst und ja, auch sehr. Man genießt das Leben sehr, ne? 3 und 5 macht 8. Sind wir auch wieder im Haus des Skorpiones, was wir hier schon mit der 8 haben. Also auch hier eine Zeit der Wiedergeburt, der Veränderungen, die sich jetzt in deinem Leben zeigen. Ich werde die mal hier rüberlegen. Moment, ich muss ein bisschen umdisponieren. So, dass du sie noch sehen kannst. Und wir wollen mal schauen mit den Kartenfolge deiner Intuition. Um welche Thematik geht es hier bei Stier? Supi. Dankeschön. Und da haben wir Mond, Mars, verborgene Kraftquellen. Mars ist ja der Herrscher des Widders. Also hier zeigt sich auch wieder diese Widderenergie, wo es um ein ja, positives Lebensgefühl geht. Ich mobilisiere meine verborgenen Kraftquellen. Da haben wir wieder die Kraft, die mit reinkommt. Also hier scheint Mars dir ordentlich Schubkraft zu geben, mutig voranzugehen, mutig deine Projekte anzugehen oder dich mutig einfach zu zeigen, zu dir zu stehen und selbstbewusst zu sein. Zu dir zu sagen, okay, das bin ich, das sind meine Werte, dafür stehe ich ein und dafür dann auch
rauszugehen. Mond zunehmend, da haben wir die Erneuerung, also auch hier so eine Energie von Regeneration, ja. Konzentriere dich auf die Kraft der Erneuerung und Regeneration. Da kommen wirklich ganz neue Kräfte in dir hoch und sehr schön Mond Waage. Waage ist ein Sternzeichen, was für Harmonie, harmonische Partnerschaften steht. Schönheit ist in mir und umgibt mich. Es kann natürlich auch sein, dass dein Einsatz hier zu einer dazu sorgt oder weil du eben zu dir stehst und verborgene Kraftquellen in dir mobilisieren kannst, dass du dich erneuerst und dadurch wieder mehr in die Balance kommst, kräftemäßig, energetisch, ja. Und das zeigt sich dann natürlich auch im Außen. Du wirst sehr viel attraktiver nach außen scheinen und damit natürlich auch die Damen- oder Herrenwelt auf dich aufmerksam machen, ne? Diese Löwe-Energie spielt hier mit rein, wo man dann eben auch wirklich wahrgenommen wird. Also dass man kein kleines graues Mäuschen, sondern man wird wirklich gesehen. Und dann sind die Chancen natürlich auch groß, dass du hier jemanden findest oder dass hier jemand auf dich zukommt und sagt, Mensch, du bist mir aufgefallen, ja. Ansonsten geht es im Allgemeinen eben darum, hier sich treu zu bleiben und zu sich zu stehen und für sich zu sorgen. Sich an erste Stelle im Leben zu stellen, ist nicht, das ist nicht irgendwie krankhaft oder schlecht, ja, denn wenn du dich nicht an erste Stelle stellst, grundlegend, was nichts mit einem krankhaften Egoismus zu tun hat, dann kannst du eben auch nicht für andere da sein, ja. So, wollen wir mal gucken, durch welches Portal meine Stiergeborenen jetzt im August schreiten. Das sind die Energieportal-Aktivierungskarten von Kyle Gray. Und ich möchte auch gerne wissen, welche Energie dich jetzt hier im Monat August besonders supportet. Welche Energie wirkt hier bei Stier? Durch welches Tor darf Stier im August jetzt schreiten? Wir haben am 8.8. ein Tor im Löwen übrigens. Fällt mir gerade ein, ja. Und auch der Neumond ist im Zeichen Löwe. Orion-Aktivierung, Supernova. Und auch hier Erholung, Erneuerung, wiedergeboren durch Licht. Das ist jetzt spannend. Also das ist scheinbar so die Kernthematik jetzt in diesem Monat, dass es um diese wieder zu Kräften kommen, ne? Ich werde mal ganz kurz mal anreißen, Orion-Energie. Aktivierung 123, damit du weißt, was hier jetzt gehauen und gestochen ist im Monat. So, alle Ängste und Rückschläge werden jetzt aus deiner Energie gelöscht. Es ist unerlässlich, dass du deine alte Lebensweise hinter dir lässt und einen Prozess der Erneuerung durchläufst, um dich weiterzuentwickeln. Das ist diese Widderenergie auch, ne? Den alten Geschichten deines Lebens musst du nicht gerecht werden. Du bist viel großartiger als diese einschränkenden Erfahrungen. Die Wesen des Orion umgeben dich jetzt und sie erkennen dich als einen ihrer an. Jemand, der mit dem Wissen geboren wurde, ein großes Ziel zu haben und etwas in der Welt zu bewegen, ob auf globaler Ebene oder in einem bestimmten Bereich auf diesem Planeten. Durch das Ziehen dieser Karte wirst du daran erinnert, dass du grenzenloses Sternpotenzial besitzt. Uiuiuiuiui, also da passieren ja großartige Dinge bei Stier. Also begrenze dich nicht, komm zu Kräften und erneuere deine Energien. Vielleicht machst du auch gerade Urlaub und hast jetzt die Chance, wirklich mal wieder zu dir zu kommen, mit dir connected zu sein. Wir sind im Alltag immer so im Tun und Machen beschäftigt und für andere da sein, dass wir manchmal so die Verbindung zu uns selber verlieren, ja. Und vielleicht ist das jetzt eine Zeit, wo Stier jetzt mal wieder zur Regeneration kommt und mehr sich selber fühlt und auch dahingehend, was dich eigentlich glücklich macht, ja, und was dich selber eigentlich ausmacht, wo du dich zu Hause fühlst, das nehme ich hier wahr. So, dann wollen wir doch mal gucken. Stier, August 2023, was ist hier los? Ich lege erstmal aus. Siehst du, 2 der Kelche, 9 der Münzen, König der Kelche, die Herrscherin, Ass der Kelche, Ass der Münzen, hier ein bisschen schieben, und zu guter Letzt 3 der Münzen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Unterm Kartendeck zeigt sich als Herausforderung der Ritter der Kelche und die 6 der Münzen. Damit habe ich das Gefühl, dass es hier herausfordernd ist, in gewisse Dinge in Harmonie zu bringen, in dir wieder in die Harmonie zu kommen,
auch entweder Unterstützung anzunehmen. Ja, der Ritter der Kelche ist jemand, der so an deine Tür klopft und sagt: Hey, kann ich dir helfen? Kann ich dich unterstützen? Ich finde das toll, was du machst. Lass uns mal darüber reden. Lass uns mal schauen, wie ich dich hier supporten kann, damit du hier wieder ins Gleichgewicht kommst. Dieses Geben und Nehmen, etwas geben und etwas empfangen. Das scheint etwas herausfordernd für dich zu sein. Vielleicht bist du immer eher die Gebende gewesen, immer eher im männlichen Prinzip, ja, und jetzt geht es darum, halt auch mal was anzunehmen, und das scheint vielleicht dir hier schwer zu fallen. Ritter der Kelche könnte natürlich auch eine Person sein, vielleicht im Fischezeichen, oder einfach jemand, der sehr liebevoll ist, sehr fürsorglich. Und hier kommt vielleicht auch eine Botschaft rein, bekommst vielleicht auch Zeichen gesendet. Vielleicht schenkt dir tatsächlich jemand Blumen und gibt dir eine gewisse Wertschätzung, und du hast vielleicht so deine Probleme, das anzunehmen. Ja, also wir haben ja hier das Thema von Erneuerung und Erholung, und der Ritter der Kelche ist halt auch so ein Heilsbringer, ja, jemand, der einfach dich versteht und sehr mitfühlend ist, sehr verständnisvoll ist und damit hier etwas ins Ausgleich bringen kann. So, packen wir das mal als Überschrift. Warte mal, da kannst du es aber nicht mehr sehen. Also muss man das ein bisschen runterziehen hier. Jo, so. Ja, ein bisschen wieder Ordnung schaffen hier. So geht das ja nicht, ne? Ich denke, so könnte das passen. So. Okay, fangen wir an zu deuten. Wir haben in der Mitte als Hauptthematik die Herrscherin. Die Herrscherin ist ja die Königin aller Königinnen. Sie hat hier die Welt als ihr Baby, ein Projekt, mit was sie sich vielleicht schwanger trägt. Sie ist sehr fürsorglich, und genau darum geht es halt für dich jetzt im August auch, dir selber gegenüber diese Fürsorge aufzubringen, diese Liebe aufzubringen, gesunde Grenzen zu setzen, für sich einzustehen, für seine Werte einzustehen. Und auch mitfühlend für dich, für deinen Prozess zu sein, mehr in die Natur zu gehen. Schau, dass du dich gesund ernährst, dass du dich gesund bewegst und einfach in Einklang und in Harmonie kommst. Hier möchte in dir ein Wachstum, etwas wachsen. Vielleicht bist du auch tatsächlich schwanger, oder du, wie gesagt, trägst dich mit einem Projekt schwanger. Hier, wir haben das Thema Wiedergeburt, ne? Also Schwangerschaft, Wiedergeburt, das kann entweder einfach ein Lebensthema jetzt gerade sein, eine Phase, in der du bist, dass du jetzt eine gewisse Entwicklung durchläufst, und dann im Grunde, wenn du diesen Prozess abgeschlossen hast, diese Entwicklung abgeschlossen hast, dass du dann im Grunde wiedergeboren dich wieder im Außen zeigst, dass es dann sichtbar wird durch Aktion, durch neue Projekte oder ja, was auch immer. Aber jetzt ist eben eher so die Phase wie bei dem Baby, was 9 Monate im Bauch heranwachsen darf, was diese Geborgenheit wahrnehmen darf. Und vielleicht bist du jetzt in dieser Phase, vielleicht machst du gerade eine Kur, hast Urlaub. Also es geht jetzt nicht darum, hier in Aktion zu treten, sondern eher in sich heil zu werden, wieder ganz zu werden. Sowas nehme ich hier auch wahr. Wachstum steht hier an, Entwicklung. Vielleicht auch ein Thema, was mit Mutterschaft oder mit deiner Mutter zu tun hat. Müssen wir mal gucken. So, dann haben wir hier vorne die 2 der Kelche gespiegelt auf die 3 der Münzen. Es geht ja also um Partnerschaft, um Commitment in einer Gruppe, in einer Familienkonstellation. Es gilt auch, sich hier mit seinen Fähigkeiten einzubringen, wenn es auf beruflicher Ebene zum Beispiel ist, aber auch privat, ne, kann man sich mit seinen Fähigkeiten, Talenten einbringen. Jeder hat irgendwie seinen Part am großen Ganzen. Und 2 der Kelche sagt mir, dass man hier eine gewisse Vereinbarung trifft, dass man hier einen gemeinsamen Weg geht, einschlägt. Entweder, ja, hast du wirklich einen Partner oder einen neuen Job, wo du hier, das steht ja auch für Vertragliches, ja? Also 2 der Kelche ist natürlich jetzt eher so auf der emotionalen Ebene, aber das kann natürlich auch beruflich sein, dass du jetzt sagst, ja, ich unterschreibe jetzt hier einen Vertrag, ich möchte mich hier jetzt einbringen in dieser Gruppe, in dieser Firma, oder eben, dass man auf partnerschaftlicher Ebene die Entscheidung trifft. Ja, wir beide, wir gehören zusammen. Ja, wir beide, wir bauen jetzt hier eine Familie auf. Wir möchten jetzt eine Familie gründen, ne? Weil die Herrscherin steht ja für Mutterschaft, für Schwangerschaft auch. Also insofern nicht gar nicht so abwegig. So, für manch einen könnte das hier auch, wie gesagt, mit einer finanziellen Thematik zu tun haben. Wir haben hier die
Neun der Münzen spiegelt auf das Ass der Münzen. Und das sagt mir, dass es hier um eine finanzielle Unabhängigkeit geht, dass es darum geht, das Potenzial zu erkennen, dass hier jetzt etwas ganz Großartiges heranwachsen kann, was wahrscheinlich vorrangig erstmal mit dir zu tun hat. Hier gibt es etwas, wo du aus den Vollen schöpfen kannst, wo du etwas aufgebaut hast, was dir jetzt die Ernte einbringt. Da steckt viel Potenzial drin. Vielleicht geht es auch darum, dich hier mit deinem Projekt zu committen, etwas, was dich sehr glücklich macht, damit du hier die Früchte deiner harten Arbeit ernten kannst. Vielleicht machst du das auch nicht alleine, sondern gehst vielleicht mit jemand anders zum Beispiel in eine Selbstständigkeit. Das könnte zum Beispiel auch so ein Thema sein, dass du dich mit einer guten Freundin zusammentust oder so, aber dennoch gucken, dass du also dir selbst treu bleibst, ja. Ansonsten nehme ich halt erstmal wahr, dass du vielleicht hier eine Zeit auch hinter dir hast, wo du ja eher, wie gesagt, für andere da warst und jetzt geht es darum, hier selber wieder diese Stabilität zu erlangen. Ne? Ass der Münzen ist immer das Potenzial auf Stabilität und auf Sicherheit, auf Geborgenheit, auf auch materielle Sicherheit, aber eben auch die Kräfte in dir, dieses Geerdetsein. Hier ist eine Junge, ein Keimling, der möchte jetzt heranwachsen und da steckt ganz viel Potenzial drin, ne? Dass du hier mit dir und der Welt ins Reine kommst, dass du mit beiden Beinen fest im Leben stehst, sehr geerdet bist und aus deinen Erfahrungen sehr also schöpfen kannst und dir macht ja einfach keiner mehr ein X für ein U vor, ja? Du bist hier sehr gereift. Ich nehme eine wirklich starke Reifung war. Das finde ich ja prima. Sehr schön. Also da hat man wirklich hart dran gearbeitet, dass man diesen Status quo auch erreicht, dass man sich selber treu ist, dass man weiß, was man kann und was die Werte sind, die man vertritt und wofür man sich einsetzt, ja. Werte, das nehme ich hier ganz stark wahr, könnte hier Thema sein im August. Mit dem König der Kelche haben wir hier jemanden als Person, könnte ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Da haben wir wieder diese Skorpion-Energie, ne, die auch für Neugeburt steht, kann aber auch eben, wie gesagt, ein Mensch sein, ja, ein Vorgesetzter zum Beispiel, der sehr, sehr fürsorglich ist, verständnisvoll ist und ja, der so die starke Schulter zum Anlehnen manchmal bietet. Manch einer hat ja so einen Teddybär-Typen als Chef, kann aber eben auch dein Partner sein, dein Gegenüber sein, was hier sehr, sehr gefestigt ist, emotional sehr gefestigt und hier, ansonsten steht der König der Kelche natürlich für starke Emotionen. Wir haben ja auch schon diese Kelchenergie. Also das kann auch ein Berater sein oder ein guter Freund sein. Vielleicht bist du auch derjenige, der jetzt in diese Qualität kommt, dass du sagst, ich habe schon einiges erlebt und ich lasse mich gar nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Ich bleibe gelassen und entspannt und lass die Dinge rankommen, hier wie das Boot, was hier kommt und ich gehe mit den Gefühlen, mit den Wellen hoch und runter und bleib aber in mir zentriert und stabil. Ne? Und da passt ja auch das Ass der Kelche dazu. Das ist so die Herzheilung, die ich hier wahrnehme. Das sind auch Herzensangelegenheiten, die hier eine Rolle mitspielen. Du folgst dem Ruf des Herzens und bist sehr erfüllt. Also auch wieder ein Ass. Wir haben zwei Asse hier nebeneinander, Ass der Kelche und Ass der Münzen. Also hier kommen großartige Chancen rein, die dich sehr glücklich machen könnten. Ja, vielleicht kommt hier wirklich etwas wieder in Harmonie, in Beziehungsebene oder berufliches, wo du sagst, Mensch, da war etwas nicht ausgeglichen und jetzt kommt hier ein Angebot rein, was sich dir jetzt zeigt, wo du hier eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit mit erhältst und kannst aber dennoch damit etwas ausüben, was dir entspricht, was dich ausfüllt. Also ich nehme hier ganz viel Fülle wahr, ja. Ass der Kelche, Ass der Münzen ist unwahrscheinlich emotionale Fülle, materielle Fülle, Wachstum. Hier ist großes Wachstum und Stabilität angezeigt. Und drei der Münzen könnte natürlich darauf hinweisen, dass du vielleicht auch noch mal im Außen jemanden hast, der dich da berät, vielleicht auch bei vertraglichen Angelegenheiten. Vielleicht hast du da jemanden, der sich in der Angelegenheit auskennt und wo du noch mal auf einen guten Rat zurückgreifen kannst. Das könnte natürlich sein. Ansonsten könnten hier Zahlungen reinkommen, die dich sehr glücklich machen. Ein Einsatz, der sich quasi jetzt rentiert. Ja,
Sehr schön. Also ich finde, es ist ein sehr spannender Monat, aber wie gesagt, ich nehme mir ganz viel von Erneuerung haben wir hier. Erneuerung, super. Du stellst dein Leben vielleicht auch auf ein neues Fundament oder erkennst jetzt den Samen, den du sehen möchtest. Stier hatte das ja, glaube ich, am Jahresanfang schon das Thema. Ich glaube, das war so das Hauptthema für dieses Jahr, dass man den alten Acker, ich hatte, glaube ich, diese Situation mit dem Garten, dass man das alles rausreißt, dass man den Boden neu bestellt, also pflegt und macht und alles Unkraut rauszieht und damit eine neue Saat ausbringt, weil man etwas anderes ernten möchte, etwas, was nachhaltiger ist, was dir mehr Stabilität und Frieden bringt. Und das nehme ich hier jetzt wahr, dass du das für dich jetzt hier erkannt hast, was jetzt hier wachsen soll und da weißt auch, Commitment erfordert eben auch einen gewissen Einsatz, ne? Also diese Hingabe hier, diese Hingabe vom Herzen her, das ist so Thema im August. Okay, meine Lieben, ich gehe jetzt hier mit den Lennemore-Karten in die Klärung, werde zwei weitere reinlegen und wir werden uns anschauen, um welches Commitment es hier geht, ob hier eine Person reinkommt, die dabei irgendwie eine Rolle spielt, was hier los ist mit den Ass der Kelchen, Ass der Münzen, wie sich das hier zeigen könnte. Und wir werden natürlich auch klären, was das Outcome ist. Und zu guter Letzt werde ich noch eine Karte springen lassen von den Kraft der Göttinnen. Auch von Colette Burnread. Ich freue mich, wenn wir uns da gleich wiedersehen. Ansonsten schau dir gerne noch das Vollmond-Video an. Der Vollmond war am 1. August. Das war ein Vollmond im Wassermann. Wassermann steht für Hoffnung, für Wunscherfüllung, für Heilung. Wir sind alle jetzt sehr, sehr stark in einem Heilungsprozess. Das nehme ich ja hier auch wahr mit dieser Erholung und Erneuerung. Vielleicht hast du da auch eine lange Phase der Krankheit oder so hinter dir oder Belastung, wo jetzt hier frisch Lebensenergie auch mit reinkommt. Wobei wir hier sehr viel Kelchenergie haben. Ich denke, dass das eher auf emotionaler Ebene stattfindet. So, es gibt dieses Jahr, und das ist was Besonderes, noch einen zweiten Vollmond. Also erst machen wir noch den Neumond, den ist dann 16., 17. August. Der ist im Zeichen Löwe. Und dann haben wir noch den zweiten Vollmond am 31. August. Auch dazu wird es auch wieder ein Video geben, natürlich auch zum Neumond. Und das ist was Besonderes, weil wir normalerweise ja nur einen Vollmond und einen Neumond haben. Und jetzt gibt es zwei Vollmonde. Und da nennt man den zweiten Vollmond einen Blue Moon. Und der gibt uns Hinweis auf seltene Chancen, auf seltene Gegebenheiten. Da wird sich bei dem einen oder anderen eine Situation zeigen, dass du eine Chance gereicht bekommst, die sich nicht aller Tage zeigt, wo du aufpassen darfst, dass du aufmerksam bleibst, welche Möglichkeit sich da auftun mag, wo du aufmerksam bleiben solltest, denn da könnten großartige Dinge auf dich zukommen. Also schau dir gerne diese Videos an. Ich werde sie immer ungefähr so 2, 3 Tage vorher hochladen, ne? So, na dann, macht's gut, hab einen schönen August und pass auf dich auf. Genieße diese wunderbare Zeit der Fülle und erkenne auch die Möglichkeiten der Fülle. Und ansonsten bis gleich im Extended. Bye, bye.